Was geht ab, Folks? Noch im Auto, gleich auf dem Platz und dann eine Runde kicken, wie Sie es gehört. Ich habe morgen noch ein Spiel, das heißt, da mein Fuß letzte Woche ein bisschen kollapsed ist, dass ich mir heute mal wieder ein bisschen strapazieren werde, beziehungsweise belasten werde und gucke, wie das funktioniert. Ich denke mal, das wird gleich ganz chillig werden. Ich habe nicht so viel Zeit, weil ich, Leute, ist unglaublich, ich muss lernen. Ah! Muss ich normalerweise nie. Aber dafür ist es mir einfach zu viel Material, was ich mir angucken muss und ich will nicht diese Arbeit verkacken, weil ich will eigentlich meinen 1,4er-Schnitt werde ich wahrscheinlich nicht halten, dafür bin ich zu faul geworden jetzt schon wieder, aber trotzdem, 1er-Schnitt wäre schon ganz schön und dafür muss ich ein bisschen lernen. Naja, Bundesliga wird auch noch geguckt, dann heute Abend was mit meiner Freundin, mal sehen was und schauen wir mal. Gut, jetzt zieh das mal raus und bis später. Let's dance, cause tonight we're fire, break out, going straight to the top. Let's dance, forever we are. Here come the new kings, here come the new king. Let's dance, cause tonight we're fire, break out, going straight to the top. Let's dance, forever we are. Here come the new kings, here come the new. If we scream no, this is not our
Finished our game. Und hier ist er wieder, die Legende, die ehemalige YouTube-Legende. Turbantula Gaming. Turbantula. Turbantula Gaming. Und Jan Fleckmann. Ja. So, das war eine entspannte Runde. Meine Beine sind eigentlich nicht mehr existent. Ich bin richtig kaputt. Aber gut, jetzt bin ich pünktlich zur Bundesliga zu Hause. Das ist eigentlich ganz gut. Ja. Ich hoffe, das wird euch gefallen soweit. Kommen wir gleich zu meiner Meinung zu den Spielen. See you later. Tobi, willst du deine Verabschiedung raushauen? Komm, einmal aus Nostalgie, die Alte. Ich weiß gar nicht, was ich gesagt habe. Das war's. Tschüss. So, Freunde, ich hab's gesagt, ne? Abgestiegen sind wir sowieso. Aber bei der Hertha habe ich ein ganz schlechtes Gefühl gehabt. Und momentan 1-1. Bremen führt gegen Wolfsburg, das heißt, vom Punkten her packt er noch was auch schon gar nicht mehr. Was gibt's noch? Ja, Frankfurt jetzt gerade gegen Bayern hinten, alter Schwede, was für ein geiles Tor von Campbell, das ist mal eine Geschichte. Kommt er gerade wieder von der Verletzungspause und dann macht er den da so rein. Respekt auf jeden Fall, erster Ballkontakt, 34 Sekunden drauf, läuft. Aber momentan irgendwie, weiß ich nicht. Nicht so nice. Darmstadt führt auch gegen Ingolstadt. Für Stuttgart sieht es schlecht aus, weil Augsburg führt. Gut für Comunio, aber sonst. So, Freunde, nächster Tag. Ich sitze da zaustaus. Es ist das gleiche Shirt wie gestern, weil ich darin gepennt habe. Und ich muss gleich zum Fußball. Und ich habe gerade das Video geschnitten. Ich habe eine Szene irgendwie verloren, glaube ich zumindest. Oder sie war doch drin und ich habe sie einfach nur krasser in Erinnerung, was natürlich auch sein kann bei unseren Fußballgeschwindigkeiten. Jetzt werde ich angerufen. Klasse. So, da sind wir wieder. Das ist das Ende vom Video jetzt hier. Es gab keine großen Überraschungen mehr in der Bundesliga, außer das, was halt schon gesagt wurde. Bremen gewinnt gegen Wolfsburg. Also Hannover war ja abgestiegen, aber jetzt endgültig.
Ja, bei Frankfurt sieht es ganz düster aus und auch Schalke. 3-0 gegen Bayern, weiß ich nicht. Nicht so nice, irgendwie sehen meine Haare so flauschig aus. Ach, ist auch egal. Naja, was soll's. Ja, ich habe gleich selber noch ein Spiel. Heute spielen noch Dortmund gegen Hamburg und Köln gegen Mainz. Dazu werde ich meine Meinung aber dann im Review sagen zur Bundesliga. Und deswegen verabschiede ich mich jetzt hier. Wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Sag bis zum nächsten Mal. Macht's gut, haut rein. Und ciao.